Echt zwei Wasserfall, ne? Wah, Vogel, hi, grüß dich. Komm her, lass dich knuddeln. Nee, ich darf grad nicht. Ja, so viel zum Andüdeln. An den Vogel. Oh, zwei Bogenschützen, na, wie wir sie mögen. Ja gut, Feuer wäre jetzt, glaube ich nicht. Ich mach mal Blitz auf die. Wäre jetzt nicht so dolle, ne? Okay, er kontert mich erstmal. Konter! Oder er konnte nicht. Autsch! Okay, die sind auch irgendwie Wasser, oder? Kann das sein? Jetzt hätte der Blitz, glaube ich, nicht so doll reingeschlagen. So, ich versuche jetzt mal hier so ein bisschen runter einfach. Das war ungefähr. Oh Gott, hier ist ja noch so ein. Nee, mein Lieber. Das lässt du bitte. Mich hier zu beschießen. Erdferkel, oder? Ich glaube, das ist Erde. Aber Wasser tut doch Erde eigentlich nichts. Ich probier's mal aus. Leider kann man nicht sehen, wie die Viecher heißen oder irgendwas. Ne? Oder, ja, leider. Dass man die ein bisschen mehr zuordnen könnte. Sag ich mal. Ich glaube, Blitz könnte den durchaus wehtun. Oh, der ist ausgewichen. Ausgewichen und kontert. Der hat doch gar keinen Schaden erlitten. Warum kontert der? War aber auch kritisch. Okay, dann halten wir fest, die Schweinchen kann man sehr gut blitzen. So, das haben wir auch schon gehabt hier, ne? Gut. Ich glaube, es ist relativ am Anfang von der Level, oder? Ja, warte mal, hier. Hier kommt man. Hier kommt man quasi raus aus der Hand. Und von hier aus, das meine ich, ne, damit, also falls es jemand mal suchen sollte, in dem Sinne, was liebe ich auch immer, wenn man sich dann schon was anguckt, um endlich zu finden, was man sucht, und dann findet man es nicht. Also hier einfach hochfliegen. Ah, einfach ist gut. Und dann sich ein bisschen treiben lassen und schon eine Kiste finden, die man noch gar nicht gefunden hat, glaube ich. Oh doch, die haben wir. Ach schade, ich dachte schon. Wow, das ist aber stürmisch. Ja, hier hinten kommt man ja gar nicht rum, ne? Also hier so hoch, da ist nix. So, also gegen den Wind, gegen den Mond. So, und dann hier oben gleich hoch. Ah, sieh. Okay, ja, ist gut. Ich hab euch ja auch alle lieb. Jetzt hört doch mal rumzuwindeln. So, entweder rechts rum oder links rum, ist egal. Und dann habt ihr ihn. So, also direkt die erste Möglichkeit nach oben zu fliegen, fliegt. So ungefähr. So, ich mach ein ganz kurzes Päuschen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. Und ja, Moment mal, wir haben noch Punkte zu vergeben und so weiter. Dann würde ich sagen, wir gehen natürlich auf der Karte wieder jetzt rückwärts. Und haben jetzt alle Altare hier oben im Mathildes Wald und in Rambert Ebene gefunden. Das ist toll. Das ist super. Das heißt, jetzt können wir schon wieder zum Dorf und so gehen. Habe ich gerade. Nee, wir können eigentlich zum Turm direkt, ne? Wir könnten eigentlich direkt zum Turm. Das ist der falsche Turm. Habe ich gehört. Ich dachte eigentlich zu dem Linksturm, warte mal. Zu dem Wasserturm hier hinten. Ja, nee, da kommst du so einfach nicht hin. Da musst du zum Dorf gehen. Na, mein Fail in dem Sinne.
So, genau, hier müssen wir hin. Und dann geht's gleich richtig Richtung Nass und Leviathan und Tralala. Ne? Sind wir nämlich schön an der Küste. Na Juti, bis gleich denn. Jo, dann sag ich mal Moin um 9. Ah, ja, das ist schön, wenn man relativ zeitig mal wach ist, hust. Und einfach Bock hat weiterzumachen. Und das ist richtig, richtig cool, ne? Wobei, ich muss sagen, dieser Spruch in dem Sinne ist ein bisschen geklaut. ja, den lieben Bieber Bros, muss ich echt sagen. Ich weiß nicht, wann sie sich das haben einfallen lassen, aber ja, das ist so damals zumindest ihr Motto gewesen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die morgens, ich glaube um 10 oder so, drehen die jetzt mittlerweile durch. Ach, auch ganz, ganz tolle, liebe Streamer. Muss man mal sagen. So, da sind wir. Ach, jetzt hat er echt an der Stelle gespeichert. Okay. Ja, weil es der letzte Kampf war, ne? Ja, ich habe gerade eben vorhin gedacht, naja, du kannst ja erstmal suchen den Tempel. Also den Dings, den wir suchen. Ich könnte suchen das, was wir suchen. Ihr versteht schon, ne? Wir suchen, was wir suchen und deswegen suchen wir es. Aber ich habe dann gedacht, nee, weißt du was? Warum streamst du nicht einfach? Nee, mein Dingerchen. Warum streamst du nicht einfach? Weil ich mag das irgendwie nicht, wenn ich dann so off-stream erstmal alles durchsuche. Ich sage immer, wenn ich schon zocke, dann kann ich auch streamen in dem Sinne. Ist auch so oft, dass ich sehe irgendwelche Leute, die dann ja ein Game zocken, was sie auch streamen und dann nicht streamen. Und klar, ist natürlich jetzt nicht irgendwie schlimm. Nein, nein, keineswegen. Aber ja, ich weiß nicht, es wird mir in dem Sinne gar nicht so einfallen, zu sagen, ja, nee, kommt das jetzt noch so. Gut. Oh Gott. Ja, nice. Aber wir müssen auch ein bisschen stärker werden. Ja. Ich bin Jen. Warum so traurig? Das ist bloß Schminke. Ziemlich schaurig. Ah, schön, da hostet mich ja gleich mein kleiner Rechner. Das ist immer toll, dann weiß ich auch, dass es noch läuft. Mit den Bots von meiner kleinen Community. Wie bist du denn da darunter? Was? Wie bist du denn da darunter? Warum das da? Ein Ozean aus Kummer. Niemals munter. Okay, aber oh, ja, gut, ich frage mich nach. Sind deine Eltern gestorben? Ist darum? Also ist es darum? Ich bin halt so, kann nicht sagen, warum. Tut mir leid mit deinen Eltern, das tut weh. Es ist jetzt Teil von mir, wohin ich auch gehe. Okay. Die Eltern sind jetzt. Ah, die sind noch nicht tot, oder? Ja gut, das ganze Dorf ist ja irgendwie von dem Monster, wo wir noch hin müssen. Ja. Verschluckt, entführt, keine Ahnung worden. Und da müssen wir mal gucken, ne? Oh. Also,
Weiß nicht, ich würde die Hoffnung nicht so schnell aufgeben. Zu sagen jetzt einfach, ja, die sind tot und Bums. Aber na gut, ich bin ja auch oftmals Pessimist. Muss ich dazu sagen. Ja. Aber man kann ja mal optimistisch hingehen und schauen und sagen, ja gut. Andere haben es ja auch geschafft. Mit ihrem Stream wird es dauern, ne? Ein bisschen vorwärts zu kommen. Man muss es ja nicht auch immer so negativ sehen. Ja, die anderen und ich nicht. Und meh. Nein, man kann es auch mal richtig schön positiv sehen und sagen, ja, es funktioniert, es kann klappen. Also gibt die Hoffnung doch nicht auf. Boing. Ne? Ich finde es auch gut, dass die beiden immer recht gut gelaunt sind. Wobei, ja, ne? Wobei das Ding ist schon, dass Mokka eigentlich eher so der draufgängerischere Typ ist oder der lustigere oder ja lustig will ich nicht sagen, sondern irgendwie so der heiterere. Also, könnte man gut mit den Clowns hier ein bisschen, ne? Also wir haben ja hier einmal, gut, ist ja eigentlich er, der trist ist, der so ein bisschen trist ist und Dings, der, ne, der guckt das Ganze als negativ an und ist sehr traurig über alles. Und was jetzt auch nicht so schlimm ist, es gibt halt Menschen, die sehen alles nur negativ. Dazu habe ich auch lange gehört. Auch wenn man in die Vergangenheit guckt oder sonstiges. Und. Ja, und es gibt immer wieder Phasen, wo man denkt, mein Gott, was mache ich überhaupt? Was für ein Scheiß? Und tralala. Ja, aber, ne? Man sollte versuchen, nicht zu viel negativ zu sehen. Oder, naja. Es ist, ich sag mal so, ab so, ich denke mal, wo ich habe mich schon, glaube ich, sehr oftmals gefragt, was ist überhaupt der Sinn des Lebens oder so, ja. Ich glaube, diese Frage wurde sogar mal Royal Funk gefragt im Stream, da war ich zufällig bei. Und dann auch gesagt, naja, also irgendwie die drei L's oder so. Was war das? Liebe, Lernen, Lesen oder sowas oder zum Kram. Ich so, was? Lesen? Nein! Bitte nicht, nein! Also, ne, nee, irgendwie war es Liebe, Lernen und irgendwas noch. Aber das haben sie dann so mit Lesen und so erklärt, glaube ich noch. Sie, Quatsch, er. Und ich so, was? Lesen? Nein, geh weg! Ja! Das hat aber mit meiner Vergangenheit zu tun und auch mit dem, was ich immer noch habe und meiner Legasthenie und so. Nur das Problem ist, sag ich mal, wenn du nicht nur wortwörtlich, sondern wenn du zum Lernen gedroschen wirst, egal was, ist das Schlechteste, was man einem Kind antun kann. Liebe Eltern, lass den Scheiß. Ja, also fördern, fordern, alles gut. Na, auch wenn es bei der AGE nicht so nett ist, sag ich mal, mit dem Ganzen. Aber niemals dazu dreschen oder irgendwas oder ein bisschen drängeln, ja, vielleicht oder sonst wie oder einfach mit dem Kind hinsetzen und versuchen. Tralala, aber niemals zu dreschen. Naja, aber das sind Anekdoten und das ist auch so eine Sache, da muss man so ein bisschen sagen, ja,
Es ist doof gelaufen. Es ist beschissen gelaufen und man kann es nicht mehr ändern. Weder ich noch die Person, die es damals getan hat. Und man muss das Beste draus machen. So, und ich habe heutzutage immer noch eine Ablehnung gegen Bücher und alles. Ja. Also, es ist so. Ja, wo ich sage, ah, Buch, geh weg, ich komme. Ja. Und, ja, aber es kommt auch drauf an, wenn, also ich sag mal so, ich lese sehr viel im Grunde, aber keine Bücher. Aber ich lese auch nur das, was mich wirklich interessiert. Aber das ist doch schon mal was, ne? Also das wäre schon mal ein Ansatz, ne? Zu gucken, was interessiert das Kind eigentlich, ne? Also Sachbücher, Dings, es gibt ja so vieles. Ja, oder auch das Internet. Wo ich viel mehr schmücke und mich über viele Dinge belese. So, und hier haben wir quasi das relative Gegenteil davon. Seine Schwester, die dann so ein bisschen mehr so, ja, ne, den Narren rauslässt und so ein bisschen, ne, frohen Mutes ist, ein bisschen, ne, und das passt, finde ich, irgendwie, ne. Ja. Also haben wir hier ein bisschen Mocker und da hinten haben wir Coop. Ah, jetzt rieche ich schon wieder die falsche Taste. Nein, aber der ist auch nicht so, so sehr tief. Ne? Aber es kann sein, es gibt so Menschen, die einfach mehr das Negative sehen. Die sagen, naja, das wird doch nichts. Naja, die Skeptiker sind, die sagen, naja, der ist eigentlich schon gut, aber wo ist der Haken? Und ich sag mal so, ich hab's auch schon mal, glaube ich, gesagt, in dem Sinne, es ist auch irgendwo eine Gabe. Weil wenn man blind links überall hinrennt und sagt, hey, wir sind alle gute Freunde, kann es auch sehr schnell ausgenutzt oder sonst was werden. Ne? Aber ich finde es find's sehr, sehr nice, also sehr interessant und nice, dass sie so sind, wie sie sind. Ne? Der eine mehr so derjenige, der sagt, hey, alle lieb, gut, Freund, wobei, ne, das ist auch keine schlechte Sache, sag ich mal. Wenn man so drauf ist, vom Typ her. Aber, wie gesagt, also da läuft man viel schneller Gefahr irgendwie. Kazuya, du wolltest doch noch schlafen. Guten Morgen, mein Schatz. Ich hätte dich nicht wecken sollen. Wo ist? In einer Order sucht die. Ja. Sie sah so. Ach nee, ich muss ja da unten durch, ne? Sie sah so die. Lässt du dir wieder deine Gedanken plätschern? Ja, siehst du nicht, wie meine Gedanken hier plätschern? Ja, immer. Ich lasse immer meine Gedanken plätschern. Ah! Ich liebe dieses Rad. Ein sehr stacheliges Ding. Ei! Ich glaube. Blibla Plätscher. Ja. Ja, also. Das kann man durchaus mal tun, ne? Bin ja auch oftmals sehr nachdenklich. Und blödsinnig. Ja. Tralala. Der will mich veräppeln, oder? Ich geh dann mal, tschüssi. Der will mich nicht mal angreifen. Boah, jetzt aber. Hinterm Bäumchen. Ach komm, ich lass den. Au! Ja, ist gut. Ich bin ja schon weg. Au! Das tat dezent überhaupt nicht weh. Hust. Diese Stacheln. Kannst nicht mehr schlafen, was, Schatzi? Komm her hier, lass dich knuddeln. Ich glaube, wir nehmen mal einen Schluck Wasser, ne? Na, noch lieg ich aber. Ach, du guckst per Handy zu, oder was?
Ach so! Lol. Klappt besser als in der U-Bahn, ne? Vielleicht gehen gleich die Augen zu. Ja. Meine Frau ist übrigens Leserin. Wo ist? Ne? Ja, bin am Handy. Ja, das haben wir auch schon geknackt. Ich gucke hier einfach mal so ein bisschen rum, wie edel du musst. Echt steilig, ne? Ich glaube nicht, dass hier irgendwas. Oh, da unten geht's auch mal lang. Hab ja hier ordentliches WLAN, ja, das stimmt. Ach, das war das Ding hier irgendwie, ne? Wo den Hall, Schäbel und das. Ja, das ist einfach nur so ein Secret-Räumchen. Wo geht's hier denn lang? LOL! Ja, gut, wir haben noch eine Kiste gefunden. Moin! Da ging es sogar zweimal runter. Toll, das Ding hatte ich damals mitgenommen, ne? Aber hier, ne? Also manchmal. Manchmal rentiert es sich einfach irgendwo hin zu leuchten, ne? So eine Wand durch oder an oder so, ne? Das kennt man auch von vielen anderen Spielchen. Wo man dann hingehen muss und mal eine Wand anspringen oder so, ne? Und, ja. Na komm. Hui! Da ist ja noch jemand. Hallo. Oh ja, wir heilen uns mal ein bisschen. Wenn ich gerade Schaden abgekriegt. Ah, du bist auch nicht so sachbüchertechnisch unterwegs, ne, Schnuppi? Also ich guck mir viel mit Ernährung Co. an. Lol. Ja gut, sie sind halt unter unserer Level. Weit darunter. So in Ordnung so. So, dann gehen wir wieder, ne? Moment. Ach ja, das war der Raum. Okay. Oh, ein Secret. Ein Secret-Raum in einem Secret-Raum. Was? Ist aber das Top Secret, sag ich euch. Nicht in die Stacheln. Oh, warte mal, hier oben geht ja. Nee, da ist ja die Tür. Okay, ja gut. Was ist das? Keine Ahnung. Ja. Ja, eigentlich suchen wir ja nach den Schreinen. Und es ist zum Weinen. Ich weiß nicht, wo der letzte ist. Meinst du nicht jetzt? Mäh! Da wird bestimmt irgendwo hier oben ein Ding sein. Oh! Naja! Geht mal, aua! Seid doch, da ist ein Steinchen! Hallöle! Kann das auch. Naja, fast. Was drauf gelandet. Jetzt auch schön. Also ich weiß nicht, beim Lesen bin ich noch nie eingeschlafen. Viele machen das ja und schnarchen dann beim Lesen ein. Ich kann auch beim Fernsehen nicht schlafen oder wenn es Radio dubelt. Oh, ist nicht schön. Mein Fuß kribbelt gerade schön. Und halt die Sache drin. Nein, nicht. Aber Frauen können das. Die schlafen vom Fernseher ein und Radio und tralala. Ja,
ist dann schön, die Dame schnarcht schon schön fröhlich vor sich hin. Ach nee, die Dame schnarcht nicht. Die Dame schläft schon schön vor sich hin. Und, ja. Und. Mann, das ist aber gut. Dieser Raucherhusten am Morgen, sag ich euch. So, jetzt glaube ich ein Taschenkrebs. Ne? Ich würde ihn ja ein bisschen anleuchten, damit man besser sieht, aber. Oder geht das? Ist gut. Ich glaube, das müsste so eine Art Taschenkrebs sein. Ja, und du liegst dann da und denkst, kann ich mal was Radio ausmachen? Was ist so?